Was war denn der Mist? Ich hätte gern Speicherpunkt. Also ich glaube, den kriege ich jetzt nicht. Einfach mal weil. Immer schön gucken, was erwartet eine um Ecke. Und den nochmal so ein Spaß. Och, Leute. Nein, 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 nein! Nein! Boah! Das nur, weil seine eine Ecke erstmal festhing. Irgendwann schaffen wir das. Irgendwann. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. So, komm. Schieb den Schein. Schieb den Schein. Dann wieder einmal umkehren, umdrehen, umdingsen und gedöns. Heute schon umgedönst? Warum nicht? Na doch, tatsächlich, ich kann hier einfach durchlaufen. Okay. Das spart mir einmal den Weg. Immerhin etwas. So, nochmal verschieben. Und wieder den Gang entlang. Da kommt Freude auf. Yay. Glaubt man mir irgendwie gar nicht, dass da Freude aufkommt. Aber so ein bisschen. Nein, nicht unbedingt Freude wegen des Gang wieder langgehens, aber halt, ne? So an sich, es macht natürlich schon Spaß. Habe ich ja schon 30 Mal erzählt. Und ich muss es ja auch manchmal immer wieder erzählen, sonst glaubt es mir hinterher wieder keiner. Weil ich ja manchmal am Fluchen bin und so. Das Spiel ist auch manchmal einfach nur zum Fluchen. Ist nun mal so. Weil das Spiel einfach mal meint, hey, listen, hey, ich bin ein Arschloch. Nein, wirklich, Tomb Raider, wirklich. Ist mir auch aufgefallen. Weißt du, was ich davon halte? Nicht. So. Damit Schmackes wieder einmal rüberspringen. Yay, sie hat's geschafft. Yay. Die Menge tobte. Und hepp. So, dann machen wir das mal mittig. Da haben wir vielleicht mehr Chancen auszuweichen. Dieses Knattern da im Soundeffekt. Weil, keine Ahnung, die Sound Engine da nicht mitspielt oder sowas, das ist echt eklig. Klingt so, als wäre das Headset so langsam kaputt, aber nee. Das ist nun mal so. Das war früher normal. Mal, wie viel Zeit wir noch hatten. Kriege ich jetzt mal einen Speicherpunkt? Hier kommt auf jeden Fall kein rollender Stein. Zumindest glaube ich das. Ich
Glauben ist bekanntlich nicht Wissen, ich weiß. Ein Fallboden. Ups. Da ist sie so instant vor den Platten runtergefallen. Das finde ich auch super. Ach, dann sind wir jetzt hier. Ah. Aha. Dann können wir jetzt das Ding zerstören. Endlich. Und speichern erstmal ab. Wenn wir es dürfen. So. Speichern. Und befreiten alles. So. Das Gion ist zerstört. Das kann niemand mehr Schaden verursachen. Na super. Ich sehe sie schon. Ja, von hinten auch. Ja, das ist ja toll. Ich muss immer Heilung nehmen hier. Das ist unglaublich. Wie viel Schaden die dann auf einmal so reinhauen können, so plötzlich. Genau, bleibt einfach stehen. Ja, okay, dann nicht. Nur am Medikit nehmen. So, einmal und der letzte hier. Hoffe, zumindest der letzte. Er dreht sich schneller als ich. So. Dann schauen wir mal, wie wir jetzt hier irgendwie fliehen können, weil es bricht ja alles ein. Man merkt es ja, ne? Alles rumbelt, alles gedönst. Aber hier kommen wir nicht zurück. Ist schon alles eingestürzt. Hm. Müssen wir mal gucken. Da hinten ist ein Loch. Das war vorher da nicht. Davor war da einfach nur irgendwas. Schon, jetzt bin ich tot, aber nee. Aber hier kommen wir auch nirgends hin. Wahrscheinlich war das fürs letzte Level eine Art Secret oder so weiter, wenn man jetzt da das Tor hätte aufmachen können. Was wir nicht geschafft haben. Weil zu doof. Gucken wir mal auf der anderen Seite, ob da irgendwas ist. Ach, da ist jetzt auch die Lava hier zugedingst. Steine drauf gefallen, keine Ahnung. Also, wir können jetzt da drauf. Und da ist ein Loch. Wollen wir da rein? Sieht nicht wirklich gesund aus. Aber es gibt eine Plattform, auf der wir stehen können. Okay. Ja, dann machen wir mal so. Und sehen da schon Pfeile, die vorbeizischen. Das ist super. Ja, ja, ich kann ja nicht mal was gucken hier. Da soll ich jetzt langhangeln, ja? Okay. Oder auch nicht, weil sie denkt sich, nö, ich will nicht springen. Nö. Nö, springen will ich jetzt nicht, nö. So laufe ich lieber in die Lava ran, als dass ich jetzt springe. Alter, Lara. Wirklich. Komm du mir mal nach Hause. Zeig ich dir aber, wer springt. Na, wo seid ihr denn, ihr Penner? Da ist einer. Au. Da ist noch so einer. So, und jetzt kommt der aus der Ecke hinten, ne? Dann können wir das hier auch mal machen, ohne dass wir so viel Schaden bekommen. Zwar immer noch mit ein bisschen Medikit nehmen, aber halt nicht mehr ganz so viele. So ein kleines sollte erstmal ausreichen. Okay. Und dann hier auch nochmal runter. Genau. Und dann gehen wir halt zum Ende des Blocks, nehmen Anlauf und springen dann nochmal. Jetzt springt sie auch. Oh, ein Wunder. Einfach überhangeln. Ein bisschen Schaden werden wir wohl bekommen durch die Pfeile. Weil ich werde das nicht machen können, aufgrund der Hitbox und sowas, genau zwischen die Pfeile hier rumzuhangeln. Das wird sowas von nicht funktionieren. Na, so viel Schaden bekommen wir jetzt auch nicht. Gut, das war die Kniekehle, das könnte wehgetan haben, aber was soll's.
Achso, da hätte ich springen müssen. Ja, gut. Ich war mir nicht sicher. Und jetzt so blöd ins Blinde springen wollte ich jetzt auch nicht. Immer so die Dinge, die du nicht wirklich immer wissen kannst. Der nächste. Und der letzte. Wo ist er denn? Ach, da steht er. Ich war mir gerade echt nicht sicher, wo ist er denn? Habe ich ihn schon erledigt? Habe ich es nicht gehört? Wer ist eigentlich Paul? Ne, so die üblichen Fragen eigentlich. So, wieder hier vorsichtig. Ganz an die Kante ran. Yay! Sie hat es geschafft! Man glaubt es gar nicht. Wirklich nicht. Stunden später. Mehr Stunden später. So, was war jetzt die Sprungtaste? Das war, glaube ich, die Quadrattaste, ne? Ja. Ist dann so ein Moment, da muss halt pingelig drauf achten, was ist denn jetzt die richtige Taste? Ach du Scheiße. Was haben wir denn jetzt hier für einen Spaß? Dann haben wir Munition. Dann nehmen wir doch mal die Munition mit. Da wird wahrscheinlich gleich eine Kugel rauskommen, das ist ja toll. Ja, so war das nicht geplant. Ja, super. Da kommt sie von hinten einfach mal angedingst. Ich wollte eigentlich zur Seite springen. Was tut sie? Sie springt nach vorne. Gut, Lacher. Gut. Toll. Bin stolz auf dich. Nicht. Überhaupt und gar nicht. Ich will doch nur einen Speicherpunkt. Ist das denn zu viel verlangt? Speicherpunkt dann, wenn ich speichern will oder sowas? Komm raus da. Weißt, dass du da bist. Ach, jetzt kommt der raus, ja? Jetzt kommt auch der andere mal. Nett, wie er ist. Vorsicht, aber der andere hier tötet nicht, dass er mir ins Loch nachspringt. Man weiß ja manchmal, wie das ist. Manchmal sind sie ja schon so kleine Arschlöcher. Manchmal sind sie auch ziemlich große Arschlöcher. Und dann wieder hinab, yay! Toll, Party und so und Getöns. Ihr merkt es, meine Freundin lässt gerade so ein bisschen nach, ne? Ich habe auch so das Gefühl, sie schmeißen einem jetzt so zum Ende hin nochmal alles entgegen. Wir haben Lava, wir haben auf einmal Hackeball einfach mal sinnlos platziert. Da drüben sind dann noch irgendwelche Stacheln, rollende Steine, Massen, irgendwelche Gegner einfach mal irgendwo hin platziert. Na gut, ich freut schon, dass hier keine Löwen, keine sonst irgendwas sind. Da halt nur diese Fleischfuzzis da. Was kommt noch? Feuer? So, da muss ich mal wieder heilen. So, dann triggern wir mal irgendwie das rollende Gedöns. Ich hoffe, dass das gereicht hat.
Nein, das war nicht gucken. Sieht jetzt nicht so aus, als hätte das gereicht. Machen wir mal Folgendes.